Kapitel 11.2 Das Evolutionsmodell der Religion. Unter dem Einfluss der Evolutionstheorie Darwins kamen die meisten Soziologen und Anthropologen zu der Schlussfolgerung, dass Religion mit der pantheistischen Vergöttlichung der Naturgewalten der Frühmenschen begonnen habe. Aus ihrer Sicht war der frühe Mensch erstaunt über die verheerenden und zerstörerischen Naturgewalten wie Blitz, Donner, Vulkane, Erdbeben etc. und sah in ihnen vermutlich übernatürliche Wesen. Daher erstrebten sie Wege und Mittel, um sie zu besänftigen, oft in der Art und Weise, wie sie Hilfe von ihren Führern oder mächtigeren Stämmen ersuchten. Es wird angenommen, dass sich auf diese Weise frühe Riten der Anbetung wie Gebet und Opfergaben entwickelt haben. Die nordamerikanischen Indianer, welche an die Geister der Flüsse und Wälder glauben, werden als Beispiel einer frühen Stufe in der Evolution der Religion verstanden, die auch als Animismus bekannt ist. Es wird behauptet, dass auf dieser Stufe jedes Individuum eine Reihe von persönlichen Göttern hatte. Mit der Entwicklung der Familie wurden die persönlichen Götter durch Familiengötter ersetzt. Als ein Beispiel dieser Stufe wird der Polytheismus im hinduistischen Indien angeführt, wo jede Familie ihre eigene persönliche Gottheit hat. Wirtschaftliche Gründe und der Kampf ums Überleben haben schließlich dazu geführt, dass sich die Familien ausbreiteten und zu Stämmen entwickelten. Allmählich ersetzten Stammesgötter die alten Familiengötter. Mit jeder nachfolgenden Generation wurden die Stämme größer und die Zahl der Götzen wurde immer geringer. Schließlich trat ein Zweigottglaube auf, in welchem alle übernatürlichen Kräfte auf zwei Hauptgottheiten beschränkt wurden. Auf einen Gott des Guten und einen des Bösen. Für die Evolutionstheoretiker ist die Religion der Zarathustria, also der Parsismus in Persien, ein Beispiel für diese Stufe. Man ist der Meinung, dass die Perser vor der Erscheinung des persischen Reformers Zarathustra an Geister der Natur, an Sippen und Familiengötter glaubten. Entsprechend den Beweisen, die von den Anthropologen gesammelt und interpretiert wurden, reduzierten sich in der Epoche Zarathustras alle Stammesgötter auf zwei: Ahura Mazda, der gemäß ihrem Verständnis alles Gute in der Welt erschaffen, und Angra Manyu, der das Böse erschaffen hat. Als aus Stämmen Völker wurden, wandelten sich die Stammesgötter zu Nationalgöttern und der Monotheismus wurde angeblich geboren. Der Gott Israels, so wie er im Alten Testament dargestellt wird, sei ein nationales Wesen, das zu ihren Gunsten gegen die Feinde kämpfe. Im Gegenzug werden die Israeliten als seine auserwählten Kinder bezeichnet. Der ägyptische Herrscher Echnaton aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, der auch als Amenophis IV. Bekannt wurde, wird von den Evolutionstheoretikern als Beweis für ihr Konzept der Religion herangezogen. Zu einer Zeit, als der herrschende Glaube in Ägypten polytheistisch war, führte er die monotheistische Anbetung eines einzigen Gottes namens Ra ein, den er durch die Sonnenscheibe symbolisierte. Aus der Sicht vieler Soziologen und Anthropologen hat die Religion demnach keinen göttlichen Ursprung. Sie ist vielmehr ein Nebenprodukt der Evolution, des menschlichen Aberglaubens, hervorgerufen durch mangelnde wissenschaftliche Erkenntnis und wird verschwinden, wenn die Wissenschaft einstmals alle Geheimnisse der Natur gelüftet haben wird.